Hallo, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von ITS Racing hier auf unserem Kanal. Heute an diesem wunderschönen Samstagabend. Wir sind hier im Motodrom Hagen unterwegs bei der Envito Series Rennen Nummer 2 der Saison 2024. Und das war schon am vergangenen Wochenende. Und heute auch mal wieder mit Kommentar und nicht nur das Rennen an sich, wie das momentan bei der DRS immer der Fall ist, denn ich habe momentan zeitlich ein bisschen Begrenzung, was die Woche anbelangt, denn die Arbeit ruft und deshalb ist da die Zeit das Begrenzende, um auch die DRS-Rennen zum Beispiel zu kommentieren. Ist vielleicht aus meiner Sicht auch gar nicht so schlimm, denn die DRS-Rennen werden tatsächlich hauptsächlich von Menschen gesehen, die nicht unbedingt Deutsch können. Nicht unbedingt deswegen, weil sie aus anderen Ländern kommen, und von daher ist es vielleicht auch ganz gut. Die Überlegung ist, dass man in der neuen Saison, weil diese Saison werde ich das nicht mehr schaffen, dass man dazu dann auch einen Livestream wieder macht, dass wir das Ganze auch mal wieder aufnehmen lassen, aber dieses Jahr ist dafür einfach keine Zeit bei mir zu finden. Deswegen machen wir es momentan auf diesem Weg, um dann auch die Rennen, die zum Beispiel aus der Dutch Racing Series dann kommen, dementsprechend auch ein Archiv finden. Genau. So, aber jetzt genug von Livestream und Videokommentar und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses Rennen und ich gebe mal ein kleines Recap, was unser Rennen betrifft. Wir hatten eigentlich einen sehr erfolgreichen Renntag bei der Series. Wir sind ja auf P4 gefahren am Ende, hatten auch durchgehend eigentlich sehr gute Karts. Also wir konnten uns nicht beklagen. Marvin hatte in seinem letzten Stint, das war der Teamstint Nummer 4, eine Grotte, also wirklich eine Grotte. Und das können wir daran fest. Oh, da kommt CFC gerade aus der Box. Da rege ich mich gleich über ihn auf. Tut mir leid an dieser Stelle, da musst du nichts bei denken. Es war für mich nur erschreckend, wie langsam dann in der Schikane gefahren wurde. Aber dass man da nach dem Boxenstopp nicht direkt Vollgas durchfahren will, das ist natürlich klar und sollte eben klar sein, dass man da erstmal sich ans Kart gewöhnt und gucken, was so überhaupt mit dem Kart geht. Und von daher musste der nichts bei denken, dass ich mich da ein bisschen aufgeregt habe. Weiter zum Recap. Also wir hatten da in dem Stint Nummer 4 ein schlechtes Kart mit Marvin und das machen wir auch daran fest, dass WLAN Performance dasselbe Kart hatte an dem Tag und dementsprechend später auch dann das Kart gewechselt hat. Das heißt, die sind, glaube ich, 2 Runden oder 3 Runden gefahren und dann sind die direkt wieder in die Box, um dann dieses Kart zu wechseln, weil die halt auch 1,5 bis 2 Sekunden auf Pace waren und ja, kamen dann später auch auf uns zu und haben gefragt, was für eine Gurke wir denen denn gegeben haben. Und ja, es ist halt, wie es ist, ne? So hat jeder Glück und Pech. Und die haben allerdings den Move gemacht, dass die das Kart dann gewechselt haben. Das Orga-Team rund um Toni hat allerdings taktischen Überlegungen diesbezüglich auch erschwerend hinzufügen lassen, dass man 14 Sekunden an der Boxeneinfahrt stehen muss. Und das würde natürlich dazu führen, dass man dann noch mehr Zeit verliert, weil man fährt halt diese Linie nicht. Und eigentlich könnte es sogar sein, wenn man den Stopp schnell genug macht, dass man eventuell sogar 1, 2 Sekunden spart. Also wenn man es wirklich schnell macht, ne? Aber da muss man zwar sehr schnell sein, weil man müsste auch noch zur Waage rennen, sich eben schnell wiegen und dann wieder zurück zum Kart. Aber theoretisch wäre es möglich. Und um solchen Überlegungen dann einen Strich durch die Rechnung zu machen, haben die Organisatoren gesagt, wir machen eine 14 Sekunden Mindeststandzeit am Boxeneingang, damit da nicht irgendwie Unfairness aufkommen könnte, was ich auch ziemlich cool finde, denn man muss ja bedenken, dass in dieser Serie ein bunt gemischtes Feld ist von sehr erfahrenen Fahrern auf der Langstrecke und auch
Fahrern, die noch nicht viele Kilometer in der Langstrecke hinter sich haben. Und daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass man diese strategische Komponente aus dem Rennverlauf einfach rausnimmt. Jeder weiß, woran er ist, und kann dann sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett auf die Stints und muss mich nicht noch mit irgendwelchen, ich habe jetzt ein schlechtes Kart, soll ich jetzt schneller wechseln oder soll ich meinen Stint ziehen oder sowas, dass man sich damit gar nicht rumschlagen muss. Das haben wir zum Beispiel in Zwolle gemacht. Da haben wir im ersten Stint einen Brenner gehabt und da haben wir den ersten Stint über eine Stunde gezogen, um wirklich von diesem Kart dann auch partizipieren zu können. Was uns letztendlich fast auf das Podium gebracht hätte, wäre ich dann nicht zu schnell in die Box reingefahren und hätte eine Strafe kassiert. Aber ich bin diese Saison tatsächlich, ich darf es nicht sagen, aber doch so ein bisschen in der Strafe. Oh, ja, wir waren richtig untersteuern. Das war ja Katastrophe, ey. Eieiei. Naja, ja, ich bin diese Saison tatsächlich so ein bisschen Strafenkönig. Ich hatte mit Sam Spüren auch schon, aber es war gar nicht, glaube ich, diese Saison. Das war letzte Saison, glaube ich, schon. Waren wir 6 Stunden Rennen. Und da habe ich, also ohne Witz, das war wirklich versehentlich. Das ist WLAN übrigens auch gefahren. Habe ich unter Safety Car überholt und das hat uns dann auch einen Podiumsplatz gekostet, weil berechtigterweise haben wir dann 3 Sekunden, 3 Runden Strafe gekriegt. Also unter Safety Car überholen geht natürlich gar nicht. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass man es tatsächlich schlecht gesehen hat. Und ja, nichtsdestotrotz war es natürlich berechtigt unter Safety Car überholen. Nicht. Es ist ja so, dass das Safety Car auch einen Grund hat, warum es auf der Strecke ist, und dann überholt man einfach nicht. Punkt. Gut, aber dass wir das mal außen vor, kommen wir wieder zurück zum Recap. Ich habe jetzt tatsächlich da vorne die Allstars vor uns, die das Rennen dann auch gewonnen haben. Die haben aber in dem Stint tatsächlich ein etwas schlechteres Kart und es geht gerade um Position 3. Und hinter mir ist Team Performance, die sind gar nicht so weit weg. Das hat sich immer so 1, 1,5 Sekunden geschoben, bis gleich eine Situation kommt, wo die dann rankommen können. Jetzt überhole ich erst mal nicht hier, auch nicht auf die andere, sondern auf die Kurve Start und Ziel raus, überhole ich die, ich glaube, es ist eine Dame vor uns. Und dann bin ich an KSL Allstars dran und die überhole ich dann, meine ich, eine Runde später. Und ja, dann kommt es später noch zu einer Situation in diesem Rennen mit ihm. Ja, man hat ihn schon kurz gesehen. Ist, glaube ich, von Team Performance. Ich meine, das ist Team Performance. Wenn es nicht so ist, dann sorry an dieser Stelle. Mit dem Namen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich weiß jetzt auch nicht den Namen von dem, mit dem ich mich da dann später ein bisschen hatte. Aber gut, dazu kommen wir später mehr. Später zurück. Jetzt geht's erstmal hier. Man sieht ja, dass KSL Allstars tatsächlich ein Kart hat, was auf der langen Geraden nicht so geht. Und die, die zum Beispiel auch den Cup gefahren sind, wissen halt, dass in der Flotte von Motodrom dann auch wirklich ein Gap drin ist von bis zu 2 Sekunden. Finde ich tatsächlich schon ein bisschen hart, weil wenn man zum Beispiel nach Oldenzaal geht, da weiß man, okay, 2 bis 3 Zehntel, dann ist auch gut. Natürlich, die Bahn ist auch ein bisschen kürzer, aber trotzdem finde ich Ausreißer bis zu 2 Sekunden schon ein bisschen hart. Nichtsdestotrotz muss man fairerweise sagen, dass der Betreiber in Hagen da schon alles für tut, da auch eine Flotte hinzustellen, die unserem Anspruch genügend ist. Hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Aber der Leichhardt-Sport ist natürlich schon sehr speziell, ist natürlich dem geschuldet, dass man halt Unterschiede hat. Davor läuft man ja auch nicht weg. Entschuldigung, wie ich sagte, selbst in Oldenzaal, wo eine Flotte ist, die alle 2 Jahre ausgetauscht wird, hat man halt Differenzen drin von 2, 3 Zehnteln. Und da kannst du auch nicht vorweglaufen, da muss nur ein Reifen weniger Bar haben als der andere oder sonstiges oder was weiß ich. Und schon hast du ein bisschen mehr Übersteuern oder die Bremse läuft nicht so. Und das macht halt auch den Reiz an unserem Sport aus, weil man muss sich ja sehr schnell, oh, Entschuldigung, mitgehen mit dem Magen von der. Man muss sich ja auch sehr schnell dann auf die Bedingungen einstellen, das heißt auch auf das Kart dann dementsprechend. Und das ist ja der Reiz gerade an dieser Geschichte. Und um vielleicht dann auch nochmal auf dieses Reizen des Feldes zurückzukommen, für die etwas Unerfahrenen ist natürlich sehr viel wert, auch Rennkilometer zu sammeln. Und das ist selbst für erfahrene Fahrer ja auch immer noch viel wert, dass man dementsprechend
im Kart sitzt, weil nichts ist mehr wert als Tracktime, wie mal der Mike Rockenfeller so schön gesagt hat. Und da zählt ja jeder Kilometer. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man noch ein bisschen Wasser gehabt hätte auf der Strecke. Aber es ist mir diese Saison auch nicht gegönnt, komischerweise. Also war in Genk so, da hat es an dem Tag geheißen, dass es eventuell schauert. Das war aber einen Tag später. In Emsbüren genau dasselbe. In Zwolle auch. Also mir ist es nicht gegönnt, dieses Jahr am Regen zu fahren, obwohl ich mir das sehr, sehr wünsche. Aber gut. Nichtsdestotrotz, es ist, wie es ist. Und wir fahren natürlich auch im Trockenen. Genau, jetzt kommen wir schon bald auf die Szene zu, die zu einer Strafe für Team Performance geführt hat. Man merkt schon, ich kriege hier und da schon ein Lag hinten drauf, was natürlich auch gut ist, weil dadurch schieben wir uns ja gegenseitig an. Also das hilft uns ja auch. Und wir müssen mal gucken, wann die Szene kommt. Da schießt dann einer an mir vorbei, überbremst aber das Kart, sodass ich dann nochmal kontern kann. Und dann kommt die Szene danach, aber das sehen wir dann gleich. Vielleicht noch kurz zum Endergebnis. Ich weiß, dass CFC zum Beispiel wieder sehr weit hinten ist. Man sieht sie gerade da fahren. Und die waren ja in Werther auch schon nicht so weit vorne. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, denn die waren ja letztes Jahr die, die wir im Kampf um Platz 3 dann noch im letzten Rennen Gott sei Dank einholen konnten. Da hatten wir echt Glück. Also in dem Rennen hatten wir echt richtig Glück. Da war der Renngott mit uns. Und die haben, so wie also gefühlte, dieses Jahr echt eine Seuchensaison. Vielleicht wieder sehen die nächsten zwei Rennen noch anders, aber momentan haben sie echt ein bisschen Pech. In Werther ja auch schon mit den Karts. Und ich glaube, die sind dieses Rennen nicht mal Top 10 gefahren. Ne? Ja, und man weiß ja, dass die auf jeden Fall viel, viel mehr können und würde mir wünschen, dass das Glück bei denen dann noch wieder zurückkommt, weil gerade auch Essen ist, glaube ich, sogar ein bisschen deren Strecke, wo zum Beispiel ich echt, ich mag die Strecke überhaupt nicht, ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie so, das ist so ein schwarzer Fleck auf dem Streckenkalender von mir. Aber nun gut, egal. Ich bin auch ganz ehrlich, ich mag lieber Outdoor-Strecken fahren, wobei Werther mir tatsächlich auch liegt, wenn das Kart stimmt. Und auch Greven zum Beispiel ist auch eine Strecke, die ich sehr gerne fahre. So ein bisschen Lille Monaco, aber da kann man halt nicht überholen, deswegen ist es ein bisschen schade, aber die Strecke gefällt mir auch sehr gut. Da habe ich tatsächlich auch schon Rennen gewonnen, deswegen gefällt mir das wahrscheinlich. Ja, und aber Essen weiß ich nicht. Also mit der Strecke bin ich irgendwie noch nie warm geworden, auch mit den Karts da. Ne? Ich weiß nicht warum. Ja. Jetzt wisst ihr meine Achillesferse. Also wenn ihr mal eine Serie plant und wir sollen teilnehmen, dann nehmt ihr in dem Rennkalender Essen mit auf. Dann, ja, naja, anderes Thema. Genau. Das Kart hat aber echt untersteuern, ne? Comio, ey. Ich bin auch tatsächlich an dem Tag nicht so warm geworden mit der Strecke. Der letzte Stint war nicht so schlecht. Das Kart hat mir auch ein bisschen mehr gelegen. Also ich brauche tatsächlich immer ein Kart, was auf der Bremse dann immer das Kart ins Übersteuern zwingt, sodass du eigentlich nicht mehr viel bremsen musst. Und mit einem untersteuernden Kart, da kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Und ich hatte das zum Beispiel bei der DRS&M, wo ich am Vormittag gefahren bin. Da hatte ich ein Kart, das war echt, oh, das ging überhaupt gar nicht. Ne? Und dann musst du echt komplett Lenkeinschlag rein, dass da überhaupt irgendwas passiert. Da kriege ich die Krise. Oh ja, jetzt kommt's. Jetzt habe ich den Schlag hinten drauf gekriegt und jetzt geht er innen vorbei. Überschießt aber die Kurve, also verpasst den Apex komplett, weil er da ja auch, man sieht, das Kart stempelt, dadurch verliert er den Schwung. Jetzt kann ich die Position wieder gewinnen, kriege ich aber schon einen Schlag hinten drauf und jetzt kommt halt die Situation, wo es dann Redebedarf gab. Also ich bremse hier eigentlich ganz normal, jetzt stelle ich aber das Kart ein bisschen quer und dann schiebt er mich hier in die Bande, weil er auch hinten drauf fährt. Vielleicht, um die Situation nochmal zu erklären, also es ist so, ich halte jetzt mal hier kurz an. Man sieht jetzt, glaube ich, die Linie da auf dem Asphalt. Und kurz davor ist so eine leichte Bodenwelle. Was heißt Bodenwelle? Man schwebt dann so leicht rein. Und das war so mein Anbremspunkt. Also da habe ich später im Stint, von diesem Stint gemerkt, okay, wenn ich da anbremse, dann passt das eigentlich sehr gut mit dem
Apex an der Stelle. Man hat aber gerade auch gesehen, dass ich kurz gegenlenken musste. Das heißt, das Kart ist ein bisschen ausgebrochen. Heißt, entweder habe ich überbremst oder ja, das Kart hat in dem Moment doch übersteuert. wobei es die ganze Zeit untersteuert hat. Also ja, wie dem auch sei. Dadurch habe ich dann einen Schlag draufgekriegt, wo ich halt diesen Moment des Übersteuerns hatte, also wo das Kart leicht quer kam. Und bin dadurch dann natürlich über den Apex raus. Und dann lasse ich mal weiterlaufen. Also man sieht das jetzt hier. Hier habe ich einen leichten Quersteher und in dem Moment fährt er mir hinten drauf. Was aber noch nicht mal, obwohl das war am Kurveneingang, sehe ich gerade, das war noch nicht mal schlimm. Weil wenn ich das ein bisschen quer stelle, dann zieht es mich ja dann auch wieder rein. Also eigentlich brauche ich es so. Ja, kann ich jetzt nicht rekapitulieren, wenn er mir jetzt nicht drauf gefahren wäre, ob das vielleicht sogar gut gewesen ist. Da müsste man gleich mal die nächste Runde begucken, wie ich da durchfahre, ob das dann auch leicht quer steht. Aber man sieht halt, ich stehe halt ein bisschen quer, dann fährt er mir hinten drauf und dadurch schieße ich halt jetzt übers Ziel hinaus. Man sieht es jetzt hier. Ich kriege ja auch wieder untersteuern, weil ich halt voll am Apex vorbei bin und die voll neben der Linie bin. Man sieht es ja. Und das Problem ist halt jetzt, jetzt kommt er mit Überschuss innen rein und es sind halt zwei Punkte, die mich, na gut, am Endeffekt dann noch drei, die mich an dieser Situation stören, weil er schickt mich jetzt hier voll in eine Bande und ist sich jetzt nicht mal keiner schuld bewusst. Aber wenn du das siehst, jetzt im Nachgang, wenn du die, vielleicht siehst du das dann ja auch schon anders. Gut, ich lasse es mal weiterlaufen. Also was ich an dieser Situation nicht so, ich sag mal, clever fand. Also wir haben uns nach der Situation danach, nach diesem Stint, haben wir uns gesehen im Bistro. Und dann hatte er sich unterhalten mit irgendwem und sagte dann, ja, da wurde ich bestraft wegen irgendwie so einem, ich weiß gar nicht den genauen Wort, wegen irgendeinem, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut. Und dann habe ich so gesagt, ja, das war ich. Das war jetzt nicht so clever. So. Und der Punkt ist halt, es war nicht so clever, weil uns das beide Zeit gekostet hat. Und man sieht es ja jetzt auch gleich. Ich bin jetzt natürlich noch eben weg wegen der Situation. Ich habe ja auf die Start und Ziel raus habe ich halt Zeit verloren, aber ich hole ja jetzt schon wieder auf. Und dadurch, dass er jetzt gleich, er übersteuert hier übrigens auch, dadurch, dass er jetzt gleich sieht, dass er hatte jetzt auch schon gesehen, dass der Rennleiter dann zur Box gegangen ist. Also er weiß, glaube ich, schon, was ihm blüht. Oh, verpasse ich den Apex hier auch voll. Gut, ich weiß drum. Verpasst er gleich den Apex und ich komme hier tatsächlich auch schon wieder ran. So. Und für mich wäre es halt cleverer gewesen, dass man in dem Punkt des Rennens zusammenarbeitet. Ich glaube, das wäre für beide einfach simpler gewesen, weil uns hat das jetzt so knapp 3, 4 Sekunden gekostet. Hat am Ende jetzt nichts ausgemacht, ne? Aber man sieht zum Beispiel, jetzt stellt er das Kart hier quer und ich bin wieder dran. Und das gleiche macht dann, ja, hier verpasst er den Apex und jetzt sieht er gleich nämlich, dass er eine Strafe kriegt. Dann verpasst er den Apex nochmal komplett. Ja, und das kostet uns, weil kostet uns einfach Zeit. Also, what should I say? Und wenn man jetzt gleich, jetzt stellt er hier das Kart auch noch quer. Theoretisch hätte man hier noch wieder daneben gehen können. Da bin ich aber schon leicht vom Gas gegangen. Und hier verpasst er jetzt den APEC auch. Man sieht, das Kart fängt an zu stempeln und theoretisch, ja, er hat kostet einfach Zeit. Und das ist einfach unnötig zu dem Zeitpunkt des Rennens. Weil es ist ja ein 2,5 Stunden Rennen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man zum bestimmten Zeitpunkt des Rennens Erster wird oder so. Oder Erster ist oder Dritter oder Sonstiges. Wichtig ist halt nur, dass man immer in einer Runde mit dem Führenden ist und wie die Position dann. Wenn man dann zusammen in einem Pulk schneller ist, als wenn man da jetzt groß kämpft, weil Kämpfen kostet immer Zeit. Jetzt sagt dir jeder Rennfahrer, wenn du da irgendwo reingehst, das ist manchmal dann cleverer, einfach dahinter zu bleiben und sich ziehen zu lassen. Außer man ist wirklich schneller und ich habe es gesehen, wir waren beide ungefähr gleich schnell. Also ich bin 50 Mitte gefahren und du bist mal eine 50,3 oder 50,4 gefahren. Also das war jetzt nicht übertrieben viel schneller. Und von daher würde ich sagen, wäre es einfach cleverer gewesen, deswegen die Aussage, zusammenzuarbeiten als das. Weil erstens hast du jetzt eine Strafe gekriegt, was nicht gut war für dich. Und zweitens hast du uns beide aufgehalten, weil erstens durch das Manöver habe ich Schwung verloren, hat so Zeit gekostet. Im Nachgang hast du dann halt Fehler gemacht, weil du dich wahrscheinlich auch aufgeregt hast. Ich wäre genauso, ne?
Dann bist du halt unkonzentriert und machst dann wieder Fehler und hältst uns dann auch nochmal auf. Also 3, 4 Sekunden hat das auf jeden Fall gekostet und in dem Fall wäre es halt cleverer gewesen. Du hättest sie 1, 2 Zehntel in Kauf genommen und den Windschatten dann ziehen lassen, weil wir waren ja ungefähr gleich schnell, ne? Und deswegen war die Aussage, war nicht so clever. Also nicht. Vielleicht ist das in dem Moment falsch rübergekommen, weil wir waren ja beide noch emotionsgeladen, wenn man vom Kart kommt. Ich verstehe das ja alles, deswegen sind da vielleicht auch Sachen gefallen, die man im Nachgang auch gar nicht so meinte. Wir haben danach auch Shake Hands gemacht, was ich auch an dieser Serie so mega geil fand. Man kann dann auch einfach sagen, hey du Kollege, war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, so habe ich das gar nicht gemeint. Es geht hier um Spaß und nicht darum, dass wir uns hier irgendwie gegenseitig da die Chance nicht gönnen. Das ist ja auch überhaupt nicht so. Ich freue mich, wenn ihr Dritter oder Erster oder Zweiter werdet. Das ist alles gut. Ich freue mich für jeden, der da irgendwie vorne rumfährt. Und deswegen war es in dem Augenblick vielleicht dann auch unnötig und wir haben uns dann, nachdem die Situation gewesen ist, wo wir uns nachher in dem Bistro eben kurz ein bisschen ortsgefechtsmäßig da unterhalten haben, dann Shake Hands die Hand gegeben und dann war auch alles wieder gut. An dieser Stelle auch nochmal sorry, es ist halt Emotionen, wenn man vom Kart kommt und es war für mich in dem Augenblick, ja, wie ich schon sagte, nicht so clever. Und jetzt hat man auch die Begründung dazu, warum ich das. Ihr könnt das natürlich anders sehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Situation sagt. Ich sehe das halt immer so aus der Strategiesicht. Das ist jetzt mein Stint 2. Wir fangen den kurz an, dann bringe ich noch eben meinen Gedanken zu Ende. Ich sehe das halt immer so aus der Strategiesicht. Es ist ja ein. Entschuldigung, ist ja kein Sprintrennen in dem Sinne, sondern ein Langstreckenrennen und da zählt halt dann in dem Augenblick, außer man ist wirklich viel schneller, ne? Nicht unbedingt die Position, die man dann zu dem Zeitpunkt hat, sondern halt, wie der Zeitendurchschnitt ist. Und ja, das war in dem Bezug dann halt nicht so. Also, wir haben das zum Beispiel in M gehabt, da ist ein Sprintrennen, da fährst du natürlich auch ganz anders, ne? Das ist logisch, aber bei sowas, das geht 2,5 Stunden. Das gewinnst du halt nicht in der ersten Stunde, ne? Es ist leider Gottes einfach so. Und man muss auch sagen, er hatte tatsächlich gesagt, dass der, wenn der vorne auf einmal früher bremst, aber ich habe definitiv nicht früher gebremst. Und zum Zweiten, so leid es mir tut, der vorne fährt, gibt halt auch vor, wo es in Anführungsstrichen lang geht, ne? Weil wenn du zum Beispiel Videos guckst, wo wir am Verteidigen sind, da gibt es ja auch ein, zwei gute Beispiele bei uns auf dem Kanal, zum Beispiel im Spüren, das erste DRS-Rennen, müsste das, also der erste DRS-Renntag und ich glaube, das zweite Rennen war es, wo ich zum Schluss ziemlich verteidigt habe und dann den Gegner immer so positionieren lassen habe, dass er nicht irgendwie kreuzen kann oder so, weil du dann auch in der Kurve ein bisschen langsamer fährst. Das ist ja legitim. Guck dir Fernando Alonso in Ungarn an, 2021, wo er Hamilton aufgehalten hat, damit Ocon gewinnt. Der hat genau die gleiche Taktik angewendet. Nach Start und Ziel. Fand ich mega geil. Ich habe das total gefeuert. Wo er vom Gas gegangen ist und Hamilton musste dann wieder bremsen am Kurvenscheitelpunkt, weil er irgendwie auch nicht auffahren kann. Das ist jetzt Leica, das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil da kannst du natürlich mal drauf fahren, macht keinem was aus. Aber bei der Formel 1, wenn da irgendwie was kaputt geht, ist natürlich doof, ne? Und deswegen gibt der Vordere halt auch immer das Kurventempo vor, eigentlich. So kenne ich das. Und ich kenne das zum Beispiel auch aus Oldenzaal. Da machen die das auch mal ganz gerne, dass sie im Kurvenscheitelpunkt hinten drauf fahren. Das hast du jetzt nicht gemacht. Ich dachte eigentlich, dass du es gemacht hättest, aber das war halt dem geschuldet, dass ich gleich quer stand und dann hast du mich halt angestoßen, ne? Aber in Oldenzaal machen die das wirklich extrem. Da stoßen die dann hinten drauf und dann gehen die vorbei. Und das ist für mich. Wenn die zugucken aus Oldenzaal, das ist für mich kein Kartfahren, es tut mir leid. Das, ja, da kann ich auch einfach immer voll draufhalten, den hinten draufhalten und dann vorbeiziehen. Ne? Deswegen, ich kann es jetzt hier auch mal offen sagen, fahre ich auch nicht mehr so gerne in Oldenzaal. Die Organisation da ist mega geil, die Kartbahn ist mega geil, die Karts sind mega geil. Das, was da halt stört, sind die Leute. Also auch die Leute sind cool drauf, aber auf der Strecke dann halt, wie die Zweikämpfe führen, so meine ich das. Neben der Strecke ist alles gut, da kannst du mit jedem quatschen. Mega freundlich, alles drum und dran, aber so möchte ich halt dann auch keine Rennen fahren, ne?
Und ich glaube auch, das, was dann zu dieser Strafe geführt hat, war halt dann nicht das am Kurvenanfang drauffahren, sondern das dann abdrängen, mich in die Bande. Weil hättest du Platz gelassen, wäre ich wahrscheinlich noch neben dir gefahren. Hättest du erstens keine Strafe gekriegt und zweitens hätte ich mich im Windschatten noch wieder ranhängen können und wir hätten wahrscheinlich auch keine Zeit verloren. Dann hätte ich dich wahrscheinlich geschoben. Also, ja, aus meiner Sicht war es eigentlich eine unnötige Situation. Und nochmal an dieser Stelle, sorry, was dann auch passiert ist, muss dann auch nicht unbedingt sein. Es hat sich da halt auch ein bisschen aufgeschaukelt und wir haben danach ja auch Shakehands gemacht. Und ja, freue mich jetzt auf weitere coole Kämpfe mit euch, mit dir. Und damit ist das Thema dann für mich auch gegessen. Jo, dann würde ich sagen, ist das hier mein letzter Stint? Ich dachte eigentlich tatsächlich noch, dass wir noch Chancen hätten, aufs Podium zu kommen. Vor uns der Drittplatzierte ist aber WLAN Performance und die waren teilweise gleich schnell, teilweise schneller als wir. Somit konnten wir da auch nicht aufholen. Und ich dachte eigentlich, dass MAW, sag ich schon, MAW Racing direkt vor uns ist. Das, oh, hier verpasse ich auch den Apex. Ich sehe das wohl, das war jetzt auch nicht mein bestes Rennen. Naja, weiß drum. Oh, Entschuldigung. MAW war dann vor uns, oder die überhole ich auch gleich. Das war allerdings eine Zurückrundung und das wusste ich nicht, weil ich dachte, es ging um P3. Und da habe ich mich schon innerlich ein bisschen gefreut, bis ich dann gesehen habe, ach scheiße, die sind auf P2. Und wir immer noch auf P4. Also dem war da nicht so. Und ja, hätten wir am Ende. Ja gut, hätte die Fahrradkette, aber hätten wir am Ende noch 15 Minuten gehabt, dann wäre vielleicht noch was Richtung Podium gegangen. Nicht auf WLAN, sondern auf MAW, weil die im letzten Stint echt eine Gurke hatten. Man sieht das auch gleich, wenn wir auf die aufholen. Ja, es ist ziemlich simpel, die dann zu überholen. Und das ist normalerweise nicht so. Also es sind ja auch keine langsamen Jungs. Nicht umsonst fahren die auf P2. Und ja, das war dann für die wahrscheinlich auch sehr frustrierend. Das ist auch echt sehr frustrierend. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man weiß, okay, man könnte eigentlich dicke 49 Mitte fahren, also überspitzt gesagt, und guckt dann da rum auf 51,5. Das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Aber gut. So, jetzt noch zu einer anderen Thematik. Und zwar möchte ich mal auch ein kurzes Recap in der Invito von ITS Racing geben. Also ich bin ja am Anfang schon ein, zwei Einzelrennen gefahren. Und ITS Racing ist ja an sich jetzt die zweite Saison dabei. Und wir verkünden tatsächlich hiermit, dass das auch gleichzeitig dann unsere letzte Saison ist. Das heißt, wir werden nächste Saison nicht in der Envito Series starten und würden unseren Startplatz einem neuen motivierten Team zur Verfügung stellen, was sicherlich schon in den Startlöchern steht. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Denn die Organisation rund um Toni ist einfach genial. Also was die da mal auf die Beine stellen, dafür erstmal ein dickes Lob an dieser Stelle. Da gibt es einfach nichts und das ist auch nicht das, was uns zu der Entscheidung berührt hat oder was auf der Pro-Kontra-Liste steht, sondern ganz klar auf der Kontra-Liste steht, also auf der Kontra-Seite der Pro-Kontra-Liste steht, von fahren wir jetzt weiter in Vito oder nicht. Was uns letztendlich zum Aufhören bewegt, ist, dass wir nächste Saison in der DRS-Langstreckenserie teilnehmen wollen, und zwar in der kompletten Saison. Und würde es da keine Terminkollision geben, wären wir tatsächlich dabei, aber das kann uns keiner garantieren. Sehen wir jetzt erstens hier, also ich bin vormittags drei Sprintrennen in M gefahren, konnte das vierte Sprintrennen nicht fahren, also es sind immer vier Rennen an einem Tag, weil ich sonst zu spät gekommen wäre zu diesem Rennen. Und in Essen wird genau dasselbe passieren, denn da ist vormittags Lillystadt Sprint und da werde ich wahrscheinlich auch das vierte Rennen nicht fahren können, um dann dementsprechend pünktlich in Essen zu sein. Und da gibt es dann immer ein 3-Stunden-Rennen nachmittags auf dem Samstag. In Genk sind wir das auch schon gefahren. In Zwolle ebenso mit Bernd und in Genk mit Marvin. Also ich und Marvin und beziehungsweise Marvin und ich, der Esel nennt sich ja bekanntlich immer zuletzt.
und in Zwolle, Bernd und ich. Und nächste Saison wollen wir das halt die ganze Saison machen. Das heißt, sowohl an den Start gehen in Emsbüren, wo sind wir schon gefahren, in Genk, in Zwolle, in Emmeln, als auch in Assen, Spa, Fenray und so weiter. Und das ist für uns das Ziel der nächsten Saison. Und darüber hinaus wollen wir gerne das 24 Stunden in Le Mans fahren. Das war eigentlich schon für diese Saison geplant. Da waren wir allerdings zu spät. Da haben wir keinen Startplatz mehr gekriegt. Und ein zweites Rennen, was wir jetzt noch nicht so kundtun wollen, was, wenn wir das diese Saison nicht schaffen, dann aufs nächste Saison geschoben wird. Und vielleicht wollen wir auch nochmal in der Slowakei oder Bulgarien fahren. Also kann sein, dass wir durchaus nächste Saison auch drei 24-Stunden-Rennen fahren werden. Das steht allerdings noch nicht ganz fest. Und diese Saison steht ja auch noch das Agadir 24-Stunden-Rennen auf dem Programm in Marokko. Da freuen wir uns auch sehr schön, sehr. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. So, jetzt ist das Sprachgulasch auch mal abgestellt für heute. Jetzt haben wir übrigens mehr, oh, da erschreckt er sich. Auch sehr motiviert von mir. Da hast du gut mitgespielt. Danke, danke. Ja, das kostet jetzt auch Zeit. Oh, total überflüssig. Oh Mann, André, ey. Ja, und da sieht man halt, dass man auch immer noch dazulernt, ne? Also wenn ich das jetzt so sehe, da hätte ich besser einfach eine Kurve warten können. Eigentlich total dumm. Hat uns jetzt auch eben Zeit gekostet, aber gut, egal. Genau, und also diese Faktoren bewegt uns halt dazu, dass wir sagen, in Vito ist geil, ja, aber nächstes Jahr ohne uns vielleicht. Wenn es zeitlich passt, bin ich gerne wieder oder auch Marvin und Marc als Gaststarter am Start. Wenn irgendwo ein Fahrer fehlen sollte, schreibt uns dann gerne an. Aber wir fahren als Team nicht die Saison 2025. Ich habe gelesen in der Gruppe, dass da einige schon überwiesen haben. Finde ich sehr, sehr cool. Zeigt auch nochmal den Zusammenhalt in der Series. Und das steht auch ganz klar auf der Kontra-Seite der Liste, um diese Envito Series nicht zu fahren. So. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung gefallen. Also es waren bis jetzt sechs Rennen, die wir als Team in der Envito gefahren sind. Waren sechs geile Rennen mit dem grünen Höhepunkt in Werther letztes Jahr mit dem Sieg und natürlich auch schon den Saisonstart auf P3. Das hat uns natürlich sehr motiviert. Dann hat man natürlich in der Saison ein bisschen bergab. Gerade hier in Hagen letzte Saison war für uns dann ja ein bisschen nicht so cooles Blatt, ne? Ah, hier wieder das Zeichen. In Essen hat das letztes Jahr keiner verstanden. Da gab es große Diskussionen nach dem Rennen. Und ich will einfach nur wissen, wie lange es noch geht. Punkt ist der, wir sind mit Funk gefahren am Wochenende. Ich hatte mein Mikro, tat aber nicht. Keine Ahnung warum. Da muss ich nochmal dem Fehlerteufel auf den Grund gehen. Aber ich habe die wohl gehört. So, aber die konnten mich halt nicht hören, ne? Und das ist natürlich schon schade, weil ich hätte schon gerne mal den Abstand nach vorne gewusst und auch, wie der Abstand nach hinten ist und so weiter. Aber ja, Marvin hat das sehr gut gemacht. Der hat das so ein bisschen kommentiert. Der hat dann auch gesagt: Ja, fahr doch mal die schnellste Runde, weil das, worauf wir gerade fahren, ist das Kart, womit an dem Tag auch die schnellste Runde gefahren worden ist. Da bin ich allerdings, ja, da war ich am Tag zu langsam für, muss man ganz klar einfach mal auf Deutsch aussprechen. Der andere Kollege ist, ich glaube, 2,5 Zehntel schneller gefahren. Der ist eine 59,7 Mitte gefahren, glaube ich, und ich bin eine 50 Mitte. 50 tief, also 50, 0 irgendwas. Und ich wollte eine 49 vorne haben, es hat aber ging nicht. Konnte mich so sehr anstrengen, gerade hinsetzen, ging alles nicht. Also von daher, war ich auch ein bisschen spät. Naja, nichtsdestotrotz war es ein sehr geiler Tag und wir freuen uns auf Essen und auch auf das letzte Rennen dann in Werther. Für uns dann auch das letzte Rennen als Team und würden dann, wie schon gesagt, unseren Platz gerne einem neuen Team zur Verfügung oder vielleicht auch alte Bekannte, die ein Team stellen, wer weiß. Das ist in der Series ja nicht ausgeschlossen und ich bin gespannt, wer es wird und freue mich auf die letzten zwei Rennen in der Series.
Gut, jetzt würde ich sagen, ich hoffe, Toni hat das sehr groß angekündigt, dass die Videos immer sehr gut, wie soll ich sagen, sehr gut kommentiert sind. Das schmeichelt mir echt sehr. Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden, die Vorschusslorbeeren. Und wenn euch das wirklich so gefallen hat, wie Toni es prophezeit hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Auch gerne ein Abo. Wir sind jetzt im letzten halben Jahr sehr gewachsen tatsächlich, also in Relation zu davor. Wir hatten am Anfang des Jahres noch unter 100 Abonnenten und sind jetzt schon bei 117. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber für uns ist das schon sehr cool, weil wir doch ein sehr nischiger Kanal sind. Und von daher bin ich da sehr erfreut, dass das so gut ankommt. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Vielleicht kann man ja in anderer Funktion in der Invito trotzdem noch vorsitzig sein. Man muss mal gucken, wie das zeitlich passt. Ist nur ein Vorschlag. Vielleicht kann man ja die eine oder andere Idee daraus generieren. Ich habe die Pflanze jetzt gesät und mal gucken, wenn wir die gießen, was daraus wird aus dieser Idee. Und ja, gucken wir mal. Dass wir nicht fahren, heißt ja nicht, dass wir dann nicht irgendwie in irgendeiner Form der Invito zur Verfügung stehen könnten. Wie das dann auch aussieht, kann man sich ja dann überlegen. Wenn wir an dem Tag natürlich Rennen haben, ist natürlich schwierig, aber wenn es dann zeitlich passt, gucken wir mal, weil Werther ist von mir tatsächlich auch nicht so weit weg. Also es ist eine Stunde Fahrt, dann bin ich auch da, ja, Stunde, halbe, anderthalb Stunden, dann bin ich auch da. Und ja, von daher gucken wir mal, wie es wird. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Toni hat euch nicht zu viel versprochen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich gehe jetzt wieder Le Mans gucken, 24 Stunden. Gerade war der Toyota Nummer 8 vorne. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Der Ferrari ist ja ganz knapp dahinter gerade gewesen mit der 51. Die 51 war es, glaube ich. Ja, die 50 hatte gerade Stopp. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns an der Strecke wiedersehen. Da gehe ich ganz fest von aus und wünsche euch jetzt einen schönen Abend, vielleicht auch bei Le Mans gucken. Bis dahin. Ciao, ciao.